Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also das ist wieder ein Thema, was man versucht in kurzer Zeit zu unterzubringen, aber das könnt ihr vergessen. Liebes Jai oder Y-Kollektiv-Team. Ja, was soll ich dazu sagen? Die drei Frauen, Bericht durchgeschaut, die drei Frauen sind nicht antifeministisch. Als Jude aus jüdischer Sicht betrachte ich jedes Detail. Und dieser Bericht, liebes AI-Kollektivteam, ist deswegen einseitig, da ihr überhaupt euch mal nicht die Frage gestellt habt, ob es Menschen gibt, die vielleicht zufrieden sind mit das, was sie haben und mit dem, was sie sind. Natürlich, wenn es um Feminismus geht. Ganz klar ist der Feminismus wichtig und ganz klar wird er falsch dargestellt. Und gerade die Leute wie Len Schmidt, die natürlich Hillel-Leute sind und Luziferianer, überhaupt so einen Posten zu geben, bei uns Juden gibt sowas nicht. Da würde sowas nicht stattfinden. So einen Posten darf man nicht haben als Sozial-, also Mitarbeiter oder wie auch immer. Weil das falsch dargestellt wird. Wie kann man sowas falsch darstellen? Also, noch einmal. Es gibt nur zwei Geschlechter. Mann und Frau. Basta. Jahwe hat das so gemacht und alles ist gut. Es gibt aber eine Transgender, das heißt Transformierung in ein technisch anderes Geschlecht. Das muss man eigentlich richtig darstellen. Das wird von ganz wenigen in der LGBT-Quickie-Mickey-Community gemacht. Viel zu lange Name, viel zu komplex. Das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, dass man sagt, biologisch gesehen bist du ein Mann oder biologisch gesehen bist du eine Frau, aber du fühlst dich halt in deinem Geschlecht nicht wohl, warum auch immer, und bringst den Ärzten schönes Geld rein, damit sie dich umwandeln können. Aber es gibt deswegen kein erweitertes Geschlecht oder drei oder vier oder du bist ein Fuchs oder eine Katze, denn das ist ja ein ganz anderes Lebewesen. Und wenn du ein Fuchs sein willst, bitteschön. Aber dann kriegst du von mir kein menschliches Essen mehr, weil ein Fuchs ist halt eben nicht wie ein Mensch. Okay, ein Fuchs ist ein Tier. Ganz klar, ein niedriges Tier. Denn ein Mensch ist natürlich höher weiterentwickelt. Ein Fuchs kann nicht heizen. Und ein Fuchs kann auch nicht auf die Toilette gehen. Oder hat auch keine Kloschüssel. Kann auch keine Zeitung lesen. Kann auch keine Serie schauen auf Netflix. Ne? Das ist nicht möglich. Auch da die Hater da draußen. Fickt euch, ihr Motherfucker. Ja, ich bin ein anderer Jude und ich hab da jetzt eben halt auch die knallharte Sichtweise. Von mir werdet ihr knallhart behandelt. Also fickt euch da draußen, wenn ihr euch da angegriffen fühlt und heuchelt, ja, ein Fuchs kann schon Netflix schauen und Zeitung lesen. Nein, kann er nicht. Und jeder, der was anderes sagt, dem muss man aufs Maul hauen. Theoretisch gesehen aus Mauer. Man sollte nie zu Gewalt greifen. Aber Fakt ist, dass Feminismus wichtig ist. Und dass man ihn richtig darstellen sollte. Genau wie die Geschlechter. Also, wenn man ein Mann ist und man wandelt sich um in eine Frau, dann ist man halt letztendlich technisch gesehen hier nicht, also biologisch gesehen hier nicht eine Frau, sondern technisch gesehen hier ist man an die Frau angepasst worden. Ganz, ganz wichtig, das ist zu unterscheiden, was die Luziferianer, die Hillel-Leute leider nicht machen. Und da gibt es sehr viele leider mittlerweile davon, die diesem Regime, dem Sith-Regime folgen. Was war noch mit der Kleidung? Kleidung ist es im Endeffekt so, eine Frau darf und soll sich kleiden, wie sie sich wohlfühlt. Das ist ganz wichtig, denn die Männer machen es auch. Und wenn ein Mann sich nackt halb auszieht,
dann muss der Frau auch diese Möglichkeit gewährt werden. Aber da muss die Frau halt damit rechnen, dass sie automatisch sagt, weil das Biologie ist und das ist was ganz Normales und was Wunderbares, dass sie sagt, mit, wenn sie sich halt nackt auszieht oder nackt sogar, komm, fick mich bis zum Tod, mach mit mir 5 Millionen Kinder. Das ist die Aussage darin. Das ist nun mal so. Denn normalerweise zieht sich ein Mensch nur nackt aus, in den meisten Fällen, wenn er ficken will, dass sich sein Gehirn rausficken will. Könnte man sagen, knarrt. Ich liebe die knarrte Hardcore-Sprache. Ich bin, der es erfunden hat sogar, bevor Sanders im Mundschuh existierte und die ganzen anderen Arschlöcher. Aber ich habe ganz spät erst mich getraut, endlich mal YouTube-Videos zu machen. Ich will nicht, dass ich gewusst hätte, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, dass man mit der Hardcore-Sprache berühmt werden kann. Ja, Wahnsinn, ich hätte das schon vor Millionen von Jahren gemacht. Natürlich überspitzt gesagt, vor Millionen von Jahren. Jeder weiß, es Millionen, das ist eine lange, ja, lange Zeit. Wie auch immer, Fakt ist, dass man deswegen der Frau nicht verbieten kann, sich zu kleiden, wie sie sich wohlfühlt. Genauso würde man das dem Mann verbieten. Am besten natürlich sagt man ja, wenn die Frau sich dann so angemessen kleiden muss, dann muss der Mann sich auch angemessen kleiden. Denn Fakt ist auch, wenn ein gut aussehender Mann, und wir sprechen von St. Connery nicht, sondern wir sprechen von Brad Pitt, den fast jede Frau geil findet. Also wenn so ein geiler Typ, so ein geiler Motherfucker, Brad Pitt, sich nackt auszieht oder sogar nur halbnackt, dann muss man sagen, ey, wenn man da wuschig wird und geil wird, hey, das ist unfair, muss man als Frau sagen, dann sollte jede Frau sagen, denn dann heißt es, hey, wenn der das darf, dann mache ich das auch, okay? Und dadurch werden halt eben Männer wuschig, was auch ganz normal ist und was Wunderbares ist, wenn sich zwei Geschlechter treffen und Liebe machen ohne Ende. Ja, was ganz natürlich ist auch. Und da muss man nicht gleich sagen, der hat mir meinen Lolli weggenommen, gib mir meinen Lolli wieder. Sondern akzeptiert die Wahrheit, lebt der Wahrheit und versucht eure Bullshit-Ideologien nicht zu verbreiten. Denn die sind tatsächlich schädlich. Und für Kinder sowieso. Denn Kinder sind leider nicht so sind unselbstbewusst. Sie sind nicht eine Anomalie wie ich. Ich bin hardcore selbstbewusst. Und schade, dass mich ihr Kollektiv nicht interviewt hat. Schade, dass sie mich nicht gefunden haben. Den kleinen, unbedeutenden YouTuber. Ich würde denen das Gehirn sowas von durchvögeln, sowas von waschen. Die würden dann wieder zur normalen Lebensweise kommen. Und schade eigentlich auch, dass die Leute so krank sind in Deutschland mittlerweile. Weil eigentlich ist doch dieses Madel im Bericht für eine Weise, ich stehe halt nur mal auf dunkle Frauen, aber für eine Weise schaut sie nicht verkehrt aus. Und Atheisten, meine Güte, oh, die Atheisten, kein Wunder, dass die Gesellschaft den Bach runtergeht. Also meine Lieben, das war mein erstes Feedback ohne meine lustige Fratze. Vielleicht mache ich ein zweites, wenn 1 Million Abonnenten kommen. Ansonsten war es das von mir. Shalom an meine lieben Leute. Friede auf euch alle und abonniert meinen Kanal und liked meine Videos.